Erste Vorbereitungswoche, zweites Testspiel für den neuen Coach Dino Topmöller und seine Adlerträger. Diesmal ging es gegen den letztjährigen Regionalliga 2. TSV Steinbach-Haiger, die eine deutlich andere Hausnummer sein sollten als zuletzt noch der Gruppenligist FSV Braunfels. Rein in die ausverkaufte Partie, in der es eine halbe Stunde eher ruhig zuging, dann aber ordentlich Tempo aufnahm. Kütschlü mit dem ersten Warnschuss. Dian Drama ist aber rechtzeitig zur Stelle. Vorausgegangen war ein Aufbaufehler. Der TSV-Stürmer testet da unsere Nummer 2. Auf der Gegenseite dann auch die erste Torannäherung. Chris Lenz überprüft den Torsteher Retscher Bissinger, der sicher zupackt in dieser Situation. Dann wieder die Gastgeber über links. Viel Platz, die Hereingabe erst noch abgefälscht, scheint erstmal geklärt. Aber Vierrad hat eine Idee und die ist richtig gut. Überlupft da Dian Dramay aus schwierigem Winkel mit dem rechten Fuß. Der Ex-OFCler trifft zum 1:0. Und wie gut er wirklich war, das sieht man in der Hintertorkamera. Den Rückstand wollte die Eintracht natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Matanovic für die Auge. Der Norweger zielt aber aus 7 Metern zu hoch. Dann nächste Aktion, 36. Spielminute. Wieder der Norweger Hauge. Aronson, Hauge, alles auf engstem Raum, Doppelpass, dann geht's schnell, Aronson, Matanovic und dann ist der Ball drin, 1:1. Spielen sie gut, Hauge und Aronson und dann ist es Matanovic, der mit dem linken Fuß durch die Hosenträger zum Ausgleich trifft. 36. Spielminute, nächster Treffer von Matanovic. So, auf der Gegenseite wieder Steinbach. Freistoßflanke, Kopfballaufsätze. Aber Dian Dramay ist rechtzeitig zur Stelle. Tolle Parade vom Schlussmann. Vor der Pause dann nochmal die Eintracht. Hauge erobert sich da den Ball. Dann hat er viele Ideen, aber entscheidet sich schlussendlich für die falsche. Hier sieht man es nochmal. Erst die Balleroberung. Dann versucht er es mit einem Übersteiger nach rechts zu ziehen, aber gute Fußabwehr auch vom Keeper. Ja, während die Nationalspieler sich heute nochmal schonen durften, wechselte Dino Topmöller in der zweiten Halbzeit 8-mal aus. Hauge blieb aber drauf, wie in dieser Situation. 56. Larsson mit der dicken Möglichkeit. Toll gespielt, sowohl vom Norweger als auch vom Schweden. Dieser Kontakt ist sensationell. Auch der Abschluss ist eigentlich gut, aber die Parade von Kevin Ibrahim, dem Torsteher, ist einfach besser. In der 72. dann nochmal ein seltener Vorstoß, der Gastgeber über links. Hereingabe ist gut und der Abschluss ist noch besser. Gianluca Korte, der Ex-Waldhöfer, trifft zum 2:1 und damit auch zum Endstand. Kein Grund zur Sorge, sagt Kapitän Sebastian Rode nach dem Spiel im Interview. Die Ergebnisse interessieren mich in meiner langen Karriere in der Vorbereitung gar nicht mehr. Sind dann die spielerischen Ansätze, die man auch sieht. Ein neuer Trainer verlangt uns auch viel ab. Jetzt die ganze Woche ist viel Input für den Kopf, wo man auch erst als Spieler erstmal verarbeiten muss. Und wie gesagt, da waren Dinge dabei, die waren ordentlich. Da sieht man, was der Trainer will. Und natürlich auch Dinge, die nicht funktioniert haben, weil auch von der Müdigkeit nicht ganz hingehauen hat. Und Steinbach hat es auch gut gemacht. Am Samstag geht es dann weiter gegen den nächsten Regionalligisten SG Barockstadt Fulda-Lehnertz. Dann wahrscheinlich auch mit allen Nationalspielern.